Herzlich willkommen im Haya Maitreya Seminarhaus. Ich bin Yogi Henry und werde heute ein wenig zum Thema der drei Zeiten Buddhas etwas sagen. Schön, dass du mit dabei bist. Hier im Hintergrund seht ihr oder siehst du den Buddha Dipankara. Dipankara gilt als der Buddha der Vergangenheit bzw. als der Buddha, der das Licht entzündet oder das Licht in sich trägt. Wir werden zu diesem Thema ganz speziell noch weitere Seminare und Videos mitmachen. Es wird gesagt, dass in der Vergangenheit dieser Buddha sozusagen der startende Buddha war und dass er in seinem Zeitalter, in der Vergangenheit, dem Buddha Shakyamuni, den wir auch gleich wieder sehen werden, das Bodhisattva-Gelübde abgenommen hat. Also quasi mit ihm begann alles. Und er sozusagen gibt das Zepter weiter an Shakyamuni. Das ist der Buddha, den wir am meisten in der heutigen Zeit eigentlich besprechen. Denn er hat eben die große Lehre, das große Rad gedreht. Und so wurde es auch immer wieder überliefert, quasi der Beginn und dann die Weiterführung. Und das Ganze geht dann zum Schluss bis zum Buddha Maitreya, dem Zukunftsaspekt der Buddhas. Wir sehen also hier einmal in einer der vielen Darstellungen, es gibt mehrere, also bitte nicht verwirrt sein, wenn es dazu mehrere Darstellungen auch wirklich im Internet gibt, wie Dipankara aussieht, welche Handhaltung er hat. Dies ist eine der vielen Darstellungen. Mit dieser Mudra wollten wir ihn gerne hier bei uns haben, im Haya Maitreya Seminarhaus. Und willkommen zurück. Und diesmal sind wir beim Shakyamuni Buddha. Das ist der Buddha, der auch heute noch als der Buddha der Gegenwart bezeichnet. Was allerdings ein kleines Problem darstellt, denn natürlich war er zu seiner Zeit der Buddha der Gegenwart. Aber das ist 2500 Jahre her. Korrekterweise müssen wir sagen, dass er für uns so gesehen jetzt auch ein Buddha der Vergangenheit ist, aber eben nicht eines vergangenen großen Zeitalters, sondern ein Buddha, der eben vor 2500 Jahren lebte und durch seinen Werdegang, durch sein Leben, durch seinen Weg uns die Möglichkeiten geebnet hat, ihm zu folgen mit dem, was er getan hat und was er an sozusagen an Methodik, an Technik weitergegeben hat. Er wurde geboren als Prinz, also sehr begütert und wurde von seinen Eltern sehr, sehr gern verhätschelt, könnte man sagen, weil er war eben der besondere Prinz. Und natürlich ist es so, als Prinz, wenn ich die Möglichkeiten habe, diesen Genuss zu leben, dann lebe ich ihn. Und genauso tat er es auch viele Jahre. Auch wenn bereits bei seiner Geburt feststand, dass wenn er jemals erfahren sollte, dass es Altern, Krankheit und Tod gibt, dass er einen Weg suchen will, diesen Problembereich sozusagen aufzulösen, zu erkennen, warum ist das so und wie kann es beendet werden. Es dauerte dann viele Jahre, bis er sich von seinem heimatlichen Herrschaftshaus getrennt hat, sozusagen über Nacht geflohen ist, obwohl er bereits verheiratet war und ein Kind hatte. Aber er sah eben überall, dass dieses Leiden unabwendbar ist. Und gerade weil das so ist, ist er in die Fremde gegangen, wollte unbedingt herausfinden, wie es möglich ist. Die beeindruckende Geschichte von ihm können wir mittlerweile überall nachlesen. Doch was sehr wichtig ist, ist, dass er unter dem Baum der Erkenntnis, dem Bodhi-Baum, eben nach einer langen Meditationsperiode endlich durchgebrochen ist. Er hat festgestellt, dass alles Leben, so wie wir es kennen und so wie wir es auch schätzen, immer mit Leid verbunden ist. Selbst die schönsten Momente sind mit Leid verbunden. Um das wirklich zu verstehen, bedarf es ein wenig Praxis, denn so ganz leicht nachzuvollziehen ist es nicht. Shakyamuni Buddha unterwies zuerst 5 Asketen, die mit ihm gemeinsam unterwegs waren, und zusammen haben sie sich wieder aufgemacht, weitere Menschen von ihrer Erfahrung, wirklich eine Erfahrung, das ist sehr wichtig. Buddhismus ist eine große Erfahrungswissenschaft. Wir müssen es selbst erfahren. Es reicht nicht, es zu hören. Wir müssen es erfahren und können es dann umsetzen. Erst dann können wir eigentlich mit Fug und Recht sagen, dass wir diesem buddhistischen Weg wirklich folgen. Das wird leider oft missverstanden, beziehungsweise es reicht sehr vielen Menschen, einfach nur ein paar Aspekte des Buddhismus in ihr Leben hineinzulassen und schon sagen sie, sie würden dem Buddha folgen, was so nicht korrekt ist. Stattdessen gehen wir in den Erfahrungsweg hinein, so wie er von Shakyamuni Buddha gelehrt worden ist.
Diese Statue, die wir jetzt hier hinter uns sehen, die vor dem yogatantrischen Dakini-Ashram der Weißen Tara aufgebaut worden ist, mit tatsächlich ein wenig Herausforderungen, wie ich sagen muss, zeigt die wunderbare Geste des Bhumishpada. Also er nimmt die Hand, setzt sie auf die Erde und sagt, die Erde ist mein Zeuge. Das Ganze geht auch wieder auf die Szenerie unter dem Bodhibaum zurück, als er sich seinen eigenen Schatten stellt, also sozusagen den Hindernissen, die jeder Mensch in sich trägt, also Gier, Hass und Verblendung als ganz grobe Überkategorien. Und sein Innerstes sozusagen gibt sich als Mara, der Verführer, hin und sagt, du bist es im Endeffekt gar nicht wert, hier zu sitzen unter diesem Baum, das ist mein Platz. Ich habe den Wert, ich dürfte hier sitzen, aber du nicht. Und Shakyamuni wendet sich also der Erde zu, der großen Erde, nimmt die Erdberührungsgeste als Unterstützung und ruft im Endeffekt dann Dharani an und sagt im Endeffekt, ich habe das Recht, hier zu sitzen. Ich habe viele Lebenszeiten, habe ich daran gewirkt, jetzt in diesem Leben zur Vervollkommnung zu kommen, ein Buddha zu werden, ein erleuchtetes Wesen zu sein, das andere Menschen führen kann, und zwar, indem es ein Vorbild ist. Und tatsächlich wird von der Erde dies bestätigt. Er bekommt also auch die Legitimation von der Erde. Er hat die Berechtigung, auf diesem Platz zu weilen, und er hat die Berechtigung und das rechte Ansinnen, Buddhaschaft zu erlangen und Menschen zu führen, und zwar in allen Zeitaltern. Das ist wiederum nochmal eine Herausforderung, dass wir Zeit nicht so verstehen, wie wir es im handelsüblichen Kontext verstehen. Dazu gibt es auch wieder sehr viele weitere Informationen, die auch sehr, sehr wertvoll sein können auf dem Weg. Wir lernen heute das, was er beigebracht hat, und freuen uns daran. Und diese Freude durch diese Lehre, durch das eigene Praktizieren, durch das eigene Erfahren, teilen wir. Das ist der Grund, warum dieser Ort hier entstanden ist, als Dharma-Meditationszentrum, als yogatantrischer Dakini-Ashram der Weißen Tara. Deshalb ist dieser Ort von uns gemeinsam erschaffen worden und mit dem wir voller Freude wirklich auch den Dharma lernen und lehren. Wir sind also nicht fertig mit unserem Studium, sondern wir lernen jeden Tag weiter und geben das, was wir gelernt haben, auch immer weiter an diejenigen, die sich dafür brennend interessieren. Denn es ist schon sehr, sehr bedauerlich teilweise, dass die Techniken bis zu einem gewissen Teil gar nicht so verbreitet sind. Häufig wird Meditation zum Beispiel unterrichtet als eine Art der Entspannungsübung, stressiger Alltag und dergleichen. Aber das ist nicht der Grund, weshalb wir in die Buddha-Praxis gehen, warum wir uns dem Buddha als Vorbild zuwenden. Es ist vielmehr so, dass wir mit dem Kontext seiner Lehre uns auch intellektuell auseinandersetzen sollen. Und dort gibt es wiederum viele Wege und wir geben alle diese Wege weiter. Egal, ob es im Bereich des Theravada ist, des sogenannten Waldasketentums, oder ob es dem Mahayana entspricht, dem großen Fahrzeug, oder ob es dem Vajrayana entspricht, dem Diamantfahrzeug, oder eben unserem Fahrzeug, dem Padmayana, dem Lotusfahrzeug, welches alle anderen Lehren automatisch mit integriert. Wir können also aus dem großen Fundus von mehr als 2500 Jahren alleine seit Shakyamuni wertvolles Wissen schöpfen und es weitergeben. Und umso mehr freuen wir uns, wenn Interessierte zu uns kommen und diese teilweise sehr, sehr wertvollen alten Techniken wieder erlernen. Wieder muss ich dazu im Scherz sagen, weil wir wissen alle nicht, wie oft wir schon da waren und die Möglichkeit hatten, uns vielleicht nicht genutzt haben. Also wir freuen uns, dass ihr oder du eventuell mal bei uns mit dabei seid. Und willkommen wieder zurück, diesmal beim Buddha Maitreya. Der Buddha Maitreya wird in den klassischen Texten als der Buddha der Zukunft beschrieben. Gleichzeitig wird über ihn gesagt, dass er der letzte Buddha ist, der den wahren Dharma lehrt.
was viele so ein bisschen als schwierig ansehen, weil was ist schon das wahre Dharma? Das wahre Dharma enthält alle notwendigen und relevanten Informationen zu den Gesetzmäßigkeiten, die nun mal in dieser einfachen, dreidimensionalen Welt existieren. Er lehrt also als Letzter mit seinen Schülern sozusagen, die er unterrichtet hat, das letzte Mal den wahren Dharma. In dieser Darstellung sehen wir anders als bei den ersten beiden Buddhas. Der erste hat in einer aufrechten Position gestanden, der zweite hat im Lotussitz gesessen, also ein wenig ruhender und unbeweglicher. Sehen wir bei Maitreya zum Beispiel, dass er in einer leicht erhabenen Sitzposition hier dargestellt wird. Natürlich gibt es hier auch wieder verschiedene, bitte nicht alles als einzige Möglichkeit nehmen, sondern immer die Varianten mit einrechnen sozusagen, die immer mit dabei sein werden. Ihr werdet also immer Darstellungen haben, wo er etwas anders dargestellt wird. Hier sehen wir aber auch eine Gestik, in der er die beiden Pfade miteinander verbindet. Das ist auf Tankas eine deutlich bessere Art, es zu zeigen. Und gleichzeitig ist er auch in einer Mudra, die Dharma-Chakra-Mudra genannt wird. Also er dreht das Rad der Gesetze, das Dharma-Rad. Und eben als letzter in diesem ganzen Zeitalter. Er taucht sozusagen im Kali-Yuga auf und das ist auch kein großes Geheimnis. Wir haben seit einiger Zeit das Kali-Yuga bereits und er sozusagen ist der letzte Begleiter in diesem sogenannten gesunkenen oder absinkenden Zeitalter. Maitreya ist interessant auch wieder vom Wort her, denn es bedeutet, es ist die liebende Güte oder die gütige Liebe. Da könnt ihr euch eine Version raussuchen, die euch besser gefällt. Beides ist richtig. Wir selber wissen natürlich auch, dass er der Aspekt von Amitabha Buddha ist. Amitabha Buddha gehört in den Dharmakaya-Bereich und Maitreya Buddha ist bereits der Bereich, wieder hier bei uns im Nirmanakaya, genauso wie Shakyamuni, also als Mensch zu uns gekommen, um uns direkt zu unterweisen und nicht ausschließlich in den oberen Sphären, wo er dann wiederum andere Wesen unterweist, die dann wiederum andere Wesen unterweisen. Er ist also hergekommen und er ist unser aktueller Buddha. Auch wenn das in vielen buddhistischen Kreisen etwas gern nach hinten geschoben wird, denn eigentlich darf er nach den meisten buddhistischen Schriften erst in ein paar Millionen Jahren kommen. Nun haben Buddhas aber die Angewohnheit, sich nicht an Terminplanungen von Menschen zu halten, sondern einfach zu erscheinen, wenn es notwendig ist. Und das tut er, das hat er getan. Er ist da und das heißt, es ist also das letzte Zeitalter damit eindeutig bekannt, nämlich jetzt. Somit sollte also allen klar sein, die sich mit dem Buddhismus beschäftigen, dass es nicht noch Millionen von Jahren Zeit gibt und nicht noch tausende weitere Körper zur Verfügung stehen, in denen wir das Buddha-Dharma lernen können. Es ist tatsächlich so, dass wir versuchen, sofort und in diesem Leben eine Buddhaschaft zu realisieren, die Buddhaschaft zu realisieren. Und genau das wünschen wir uns für alle, die zu uns kommen, dass wir jedem, der zu uns kommt, mit den jeweiligen Hilfsmitteln ausstatten können, dass ihr in diesem Leben mit diesem Körper zur Buddhaschaft gelangt. Wie gesagt, es sind nicht mehr hundert oder tausende oder sogar Millionen noch Leben Zeit. Mit dieser Gelassenheit sollte heute kaum noch einer in die Praxis gehen. Er sollte wirklich ein sehr altes und sehr gutes buddhistisches Sprichwort als Basis nehmen. Übe so, als ob dein Haar in Flammen steht. Und wir wissen alle, Haar brennt schnell. Also wartet nicht und vor allen Dingen erwartet nicht, dass andere für euch eure Existenz emporheben. Das wird nicht geschehen. Es ist so im Buddha-Dharma nicht vorgesehen. Kommt selbst in die Bewegung. Kommt selbst in die Tat. Nur so könnt ihr das erreichen. So wie Shakyamuni Buddha, so wie Dipamkara Buddha, so wie Maitreya Buddha. All dies immer und immer wieder betont haben, kommt in das eigene Gehen. Wartet nicht mehr länger, sondern tut, was ihr könnt, um es so schnell wie möglich zu erreichen. Drei Buddhas, drei Zeitalter, viele, viele Tausende von Jahren sind sie hintereinander zu uns gekommen und haben uns immer das Gleiche gelehrt. Ihr seid mit allem eins. Ihr unterscheidet euch in gar nichts von allem anderen. Gleichzeitig habt ihr alle das Potenzial, vollkommen
zu erwachen, so wie es alle Buddhas getan haben. Unsere Bitte an jeden, der sich an den Buddha Dharma wendet, um zu studieren, tut es bitte zeitnah. Lasst euch nicht unendlich Zeit. Eine ganz große Bitte von uns allen.